Take six, marker. Ich heiße Hendrik Daffinger, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Front Office Supervisor im wunderschönen Motel One Hamburg am Mech. Ich habe damals das duale Studium beim Motel One hier am One Campus in München gemacht und im Motel One Hamburg am Michel damals schon gearbeitet. Und danach habe ich dann auch meine Stelle als Supervisor dort angetreten. Also mir macht besonders Spaß natürlich immer zu sehen, dass auch im größten Trubel mein Team immer noch Spaß haben kann, immer noch gut zusammen funktioniert und sich irgendwie auf diese Aufgabe, jetzt vielleicht auch 300 Gäste eben auf einmal dann einchecken zu können, fokussiert. Ja, manchmal brauchen die dann auch mal ein Stück Schokolade zwischendurch oder gern genommen auch Twix-Eis. Das duale Studium bei Motel One ist natürlich ein Stück weit auch Jet-Set. Man fliegt viel hin und her, man verbringt ungefähr 100 Nächte an der One University. Am One Campus gibt es eine unglaublich tolle Lernatmosphäre. Man hat alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, die man braucht, um fokussiert lernen zu können. Was ich persönlich am schönsten finde hier, ist, dass man mit den ganzen anderen Studenten aus den anderen Häusern zusammenkommt und hier gemeinsam eine Lernatmosphäre hat, aber natürlich auch anschließend nach getaner Arbeit zusammen nochmal ein Bier trinken gehen kann. Also wenn man sich für dieses duale Studium bei Motel One entscheidet, muss man natürlich auch Lust haben, zum einen den Trubel im Hotel mitzunehmen und zum anderen auch viel zu reisen. Man muss ein wanderlustiger Typ sein. Das ist anspruchsvoll, aber es macht unglaublich viel Spaß, wenn man es macht. Man sieht alle Abteilungen als dualer Student und an der Rezeption die Abteilung, die mir am meisten Spaß gemacht hat und an der ich jetzt letztendlich auch gelandet bin. Gäste ein- und auschecken, denen Tipps geben, immer da sein, wenn irgendwelche Fragen sind oder falls mal eine Beschwerde sein sollte, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Man ist irgendwie immer involviert an der Rezeption und deswegen bin ich da jetzt auch letztendlich angekommen.